380 wird das Christentum unter Kaiser Theodosius zur Staatsreligion. Es wird festgelegt aus der römischen Tradition, die sich auf Petrus beruft, zu folgen ist. In den folgenden Jahren schlug das Pendel zum Teil auch in die andere Richtung extrem aus. Als im März 416 ein bischöflich ermunterter Mob in Alexandria die hoch angesehene Philosophin, Mathematikerin und Astronomin Hypatia umbrachte und ihren Leichnam zerstückelte, gingen die Täter straffrei aus. 438 wurden alle Heiden vom Kriegsdienst sowie der Beamten- und Richterlaufbahn ausgeschlossen. Nach dem Tode Kaiser Theodosius des Großen 395 wurde das Imperium zwischen West- und Ostrom aufgeteilt. Das Westreich erlebte einen raschen Niedergang in den folgenden 100 Jahren. In Bezug auf die Kirche wurden nach Nizäa noch sechs weitere ökumenische Konzilien abgehalten. Allerdings entfernten sich die Kirchen immer mehr voneinander. Auf dem vierten ökumenischen Konzil von Chalkedon erfolgte 451 die Gleichstellung der Bischöfe von Rom und Konstantinopel. Zugleich einigte man sich aber auf die zwei Naturen Jesu, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das führte zur Abspaltung der syrisch-nestorianischen Kirche, die sich bis Indien und China verbreitete. Ebenfalls spaltete sich die Monophysiten ab, die eine Verschmelzung der zwei Naturen in einer befürworteten. Diese Kirchen waren in Äthiopien, in Ägypten, in Westsyrien und in Armenien verbreitet. In weiterer Folge vertiefte sich dann die Uneinigkeit mit dem Westen. Das dritte Konzil von Konstantinopel verurteilte den Zwang zur Ehelosigkeit von Priestern und Diakonen, die im Westen bereits verpflichtend war. Eine Vertiefung des Bruchs erfolgte 787 am Zweiten Konzil von Nizäa durch Unterschiede in der Verehrung religiöser Bilder. Vieles deutete also bereits auf den Bruch zwischen der lateinischen und der griechischen Kirche hin, der sich dann am 16. Juli 1054 in der Hagia Sophia ereignete. Im Bereich des Mönchtums bewegten sich die Kirchen ebenfalls rasch auseinander. Der gemeinsame Ursprung waren natürlich die Asketen in Ägypten. Das östliche Mönchtum wurde aber in der Folgezeit von Basilius dem Großen, 329 bis 279, dem Erzbischof von Kappadokien, geprägt. Christliche Vollkommenheit ist für ihn nur in der Gemeinschaft möglich. Die Kirche muss vollkommen vom Mönchtum durchdrungen sein. In der Mission, vor allem in der Mission der Slawen, errang die orthodoxe Kirche bedeutende Erfolge. Am bedeutendsten waren dann im 9. Jahrhundert Methodius und Konstantin, die sogar in der Mitte Europas missionierten. Der Erfolg dieser Slawenmission war vor allem dadurch gegeben, dass der Gottesdienst in der Volkssprache abgehalten wurde. Mitte des 10. Jahrhunderts erfolgte schließlich auch die Bekehrung Russlands. 988 empfing der Kiewer Großfürst Wladimir in Cherson auf der Krim die Taufe und wurde politischer Bündnispartner von Byzanz. Bezeichnend für die sich entwickelnde russisch-orthodoxe Kirche ist ihr starkes Bündnis mit der Politik. Gerade auch deshalb entwickelte Moskau nach dem Fall von Konstantinopel im Spätmittelalter die Ideologie eines dritten Roms.